So, Hazel, das ist ja hier jetzt eine richtige Babyparty, ne? Und deswegen spielen wir jetzt was. Anders als bei meinem Baby, Hazel, steht bei dem Spiel der Name schon fest. Wir spielen jetzt Baby-Duell. Klingt ein bisschen nach Baby Fight Club, aber das ist es, glaube ich, nicht. Worum es da geht, erklärt uns jetzt Laura Karasek. Juhu! Hey! Laura, schön, dich zu sehen. Hallo. Hallo, Laura. Hallo. Noch eine kurze Weggurke. Hast du mir eine mitgebracht? Du, es wäre nett, aber lass mich dir erst die Regeln erklären. Es wird nämlich ernst, wir spielen Babyduell. Ja, Wir haben vor der Show die schwangeren Frauen hier im Publikum befragt. Und ihr müsst jetzt raten, was sie so geantwortet haben. Okay. Grüße gehen raus an Werner Schulze-Erdel. Also, wer zuerst buzzert, darf antworten. Dann antwortet erst die andere. Also, solange ihr richtig seid, dürft ihr antworten. Okay. Und es wäre gut, wenn ihr möglichst die Volltreffer-Antwort trefft, weil die gibt mehr Punkte als das, was hier wenige beantwortet haben. Und du sagst jetzt immer, 100 Schwangere haben wir gefragt. Geil. Genau das sage ich jetzt. Okay. Und Caro, ist also klau mir nicht meinen Job. Sorry. Das ist mein einziger. Alright. So, wir haben 100 Schwangere gefragt. Ja. Oh mein Gott. Wo wurde das Kind gezeugt? Hallo, hau noch mal rein. Danke, dass das du gewartet hast. Ja. So, also, ja, die Eins muss eigentlich im Bett sein, oder? Caro sagt, im Bett. Ist das richtig? Boah! Wie originell. Du darfst weiterspielen. Ihr Spießer. Im oh nein. Bitte? Im Reagenzglas. Caro sagt, im Reagenzglas. Du machst der Hazel Angst. Ja. Wie passen denn zwei Leute in ein Reagenzglas? Ich muss dir mir die erstmal angucken. Im Auto. Ich sehe da ein paar. Du, ja, aber ich seh, möchtest du, möchtest ich guck du die alle, die noch diesen Wunderbaum in den Haaren haben. Im Auto. Caro sagt im Auto. Oh, ihr Spießer. Ich sage im Hotel. Hazel sagt im Hotel. Hazel, du darfst nochmal. Nochmal in der Küche. In. Oh. Ui, ui, ja, ui. Weißt du, beim zweiten Kind kannst du ja gar nicht mehr im Bett. Das ist ja dann alles. Okay. Hazel sagt. Gefragt worden. In der Küche. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr darauf noch kommt. Ich möchte aber anmerken: Es gibt. Ihr habt vergessen, auf dem Sofa. Oh, au. Bitte. Für die Bequemen hier unter euch, okay, dann nicken Sofa. Sie auch alle so, ja? Ja, naja, wir immerhin waren's. Sieben. Ja. Hallihallo und unter der Dusche natürlich. Wow! Ich habe ja von der Wassergeburt schon gehört, aber eine Wasserzeugung, das ist mir zu saucy. Ja, alles klar. Da sind wir einige. Unter der Dusche. Aber ich muss eigentlich sagen, Caro hat diese Runde gewonnen. Mit mehr Punkten. Allerdings gibt es hier einen Menschen im Publikum, der gesagt hat, Kücheninsel. Insofern war Hazel, wer ist die Kücheninsel? Ich möchte antworten. Jetzt. Das traut man sich doch jetzt nicht. Nein, okay. Das traut man sich gut, jetzt nicht. Gut, diese Runde geht an Caro. Juhu. Und wir quizzen lustig weiter in Runde 2. Meine Güte, ist das aufregend. Das ist wichtig. Ja, wir haben 100 Schwangere gefragt. Was ist der Satz, den ihr am häufigsten hört? Ja, jetzt drückt doch mal, Hazel. Jawohl. Es ist noch keins drin geblieben. Hazel sagt, es ist noch keins drin geblieben. Ist das dabei?
Oh. Also wir haben noch zwei Hebammen hier. Das ist doch wissenschaftlich relativ korrekt, oder? Korrekt ist es. Ja. Ich muss mich ja in das Public Mind so begeben. Ne? Offensichtlich, Caro hat eine Chance. Ich glaube, das Häufigste, was man hört, ist, wart mal ab. Wart mal ab, das wird alles noch ganz scheiße. Wart mal ab. Mhm. Caroline sagt, wart mal ab. Oh. Immerhin. Ja, sagt man das oft zu dir. Ja. Ja, voll. Wart mal ab. Die ganze Zeit. Platz 1 ist wahrscheinlich, oh, du bist aber dick. Caroline sagt, oh, du bist aber dick. Sehr gut. Sehr schön. Ja, wer ist der Vater? Caroline sagt, wer ist der Vater? So ein monogames Publikum. Der Partner. Hazel, das ist deine Chance. Okay, dann Kinder sind das Schönste auf der Welt. Oh. Jeder hat doch so eine verstrahlte Freundin, die sowas sagt. Hazel sagt, Kinder sind das Schönste auf der Welt. Was? Ach, come on. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Offensichtlich drücken die Leute dir keine blöden Sprüche. Sowas wie zum Beispiel, schlaf dich noch mal richtig aus. Ja, das ist natürlich auch auf unserer Liste. Schlaf so viel du auch kannst. Sehr, sehr gut finde ich immer, sicher, dass es nur ein Kind ist. Boah. Oh. Ich hatte allerdings Zwillinge, das ist schon, bei mir war es in Ordnung. Aber das ist immer sehr, bist du sicher? So, dann haben wir noch dabei, den finde ich auch sehr gut und wüsste gleich gerne, hätte gerne die Meldung, wer das geantwortet hat. War das geplant? Das fragt man jemand? Ja. Das wird man gefragt. Und dann haben wenn man wir sehr jung ist wahrscheinlich. Nee, oder? Wenn man 5 hat. Nee, dann seid ihr bescheuert? Ja. Ja, ist das auch eine Frage? Warum? Warum ist leider nicht dabei. Was soll das? Was aber? Dabei ist noch, wisst ihr schon, was es wird? Es wird auch immer. Ah, wir waren so nah dran. Ihr wart so nah dran. Damit hat entsetzlicherweise, erstaunlicherweise, auch erfreulicherweise. Natürlich, hocherfreulicherweise, sehr nett bist du zu deinem Gast. Auch diese Runde hat Caroline Kebekus für sich entschieden. Was soll ich machen? Wenn du einfach so schlau bist. Was soll ich machen? Du willst einfach zu null gewinnen. Die will zu null gewinnen. Wir geben Hazel Brugger noch eine Chance. Und zwar, wir haben 100 Schwangere gefragt. Wo sollte das Baby auf keinen Fall zur Welt kommen? Hazel. Im Taxi. Die Hazel sagt im Taxi. Ist es dabei? Albtraum. An Platz 1. Hazel Brugger. Albtraum. Oh, das finde ich ein Albtraum. Kennst du auch, im werden dir jetzt auch bei Instagram immer angezeigt, diese Videos, wo so Leute mit dem Taxi fahren und die Frau so, wow, und dann wow, wow, Baby da. Also das auf jeden Fall, also Taxi ist echt ein Albtraum. Okay, das Kind nicht geboren, achso, ich bin ja gar nicht dran. Du bist gar nicht dran. Ja, wobei für dich ja ein Traum, oder? Du sprichst ja von nichts anderem, als dass du ein Kind im Auto zeugen willst. Also warum nicht zeugen auch und bekommen. Einfach dazwischen 9 Monate im Auto. Im Auto sitzen. Das stelle ich mir doch ein bisschen anstrengend vor. Hazel, du darfst noch eine Antwort geben. Was vermutest du, wo sollte das Baby auf keinen Fall zur Welt kommen? Im Flugzeug. Oh, auch Hazel Brugger sagt, im Flugzeug. Oh, da muss das landen, ne? Das geht nicht, glaube ich. Nee, das geht das schon. Das stimmt, es geht. Aber also, es ist halt irgendwann auch nicht mehr erwünscht, dass du überhaupt einsteigst. Ja. Weil die sagen, diese tickende Bombe soll woanders explodieren. Caroline, das ist deine Chance. Okay. Ja, also. Ich sage, wo das Kind auf keinen Fall geboren werden soll, wenn man jetzt darüber überlegt, wo wir hier sind, in Düsseldorf. Caroline! Caro sagt, in Düsseldorf. Ich wollte noch aus meiner Perspektive
Perspektive sagen, in Deutschland, aber das, ist ja, das sagt ja sicher niemand. Und was doch auch bestimmt blöd ist, ist im Aufzug. Ja, wenn du auch musst, dann lange fahren, oder? Also ja, viele Stockwerke. Ja, wenn der stecken bleibt. Und dann, das ist doch ein Albtraum. Es ist eh grundsätzlich nicht so geil. Aber du kannst nachher gut sauber machen. Ja. Einfach abkärschern. Caroline sagt, im Aufzug. Oh. Das findet ihr also okay. Hazel, du hast noch eine Chance. Ich habe noch eine Chance, dann eine Chance. Sage Denk ich nach. Draußen. Oh. Einfach nur draußen. Hazel sagt, im draußen. Schnee. Irk. Unterwegs zu Fuß. Albtraum. Boah, ich hasse es, wenn das passiert. Ja. Dauernd, das gell? So. Und dann hängt das in einem Hosenbein drin, ja. Weißt du? Spazieren, hast du keine Klamotten fürs Baby dabei. Bravo. Bist aber eh schon in der Einkaufsstraße. Kann wenigstens einer ein Foto machen. Oh. Hazel, du bist noch dran. Möchtest noch du noch was versuchen? Okay, wo will ich man noch eine Chance? Keinen Fall ein Kind kriegen? Also es gibt ja eigentlich eh nur wenige Orte, wo man es überhaupt kriegen möchte. Aber ich denke, wenn man sich gegen eine Hausgeburt entscheidet, will man es auch nicht zu Hause kriegen. Und ich denke, dass viele Leute sich gegen eine Hausgeburt entscheiden. Und deswegen tippe ich jetzt mal zu Hause. Hazel sagt zu Hause. Hazel, das ist deine Runde. Das ist meine Runde. Du unglaublich. Ich decke hiermit diese Runde auf. Hazel hat diese Runde für sich entschieden. Jetzt schon, es ist nicht mehr ein Hund. Aber sehr schöne Antworten. Hier auch aus dem Publikum, nämlich wo man das Baby auch nicht bekommen möchte, ist in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ganz schön. Bus, S-Bahn, im Monat 57er. Im Bordbistro, über dem Flammkuchen. Herr Flammkuchen, Plazenta, Spezial. Und das wundert mich, dass ihr da nicht drauf gekommen seid. Bei den Schwiegereltern möchte man auch sein Baby. Aber meine Schwiegereltern sind Ärzte. Ich fände das gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. War das für dich? Und die sind sehr reinlich. Bravo. Du, dann komme ich auch zu deinen Schwiegereltern. Ja, ich gehe doch zu Hazels Schwiegereltern. Mach ich, glaube ich. Das war ein fantastisches Spiel. Das Babyduell. Caroline Kimpfer hat es für sich entschieden. Aber es war knapp. Hazel hat gekämpft bis zum Schluss. Vielen Dank euch beiden. Das Video ist schon vorbei, ist aber gar nicht so schlimm. Ihr könnt einfach hier das nächste Video anschauen, hier unseren Kanal abonnieren oder ihr macht was ganz Verrücktes und geht hier in die ARD-Mediathek für ganze Folgen und vieles mehr.